Hallo liebe Leute, heute will ich euch erklären, wie man sich bei Pokémon Strahlender Diamant das Pokémon Barschwa fangen kann. Und zwar braucht ihr tatsächlich nicht sehr viel zu haben oder beziehungsweise ihr müsst nicht viel machen. Alles was ihr braucht sind ein paar Angeln beziehungsweise das Beste was ich fand war die Profi-Angel, geht aber auch mit normaler oder mit Super-Angel. Jedenfalls braucht ihr einfach nur Auflockern und Surfer und natürlich die Angel. Und ihr müsst natürlich auch wissen, wo sozusagen der Aufenthaltsort von Barschwa ist. Wenn nicht, dann hier eine kleine Info. Wenn ihr vom Kraterberg aus weiter nach unten geht, dann kommt ihr an einem kleinen See. In diesem See befindet sich Barschwa. Und diesen See erreicht er am besten oder am schnellsten, besser gesagt, über die Einstiegsstelle von Elysis. Wenn ihr dann soweit seid und den See erreicht habt, dann seht ihr, dass er natürlich von Nebel bedeckt ist. Setzt Auflockern ein und der Weg wird frei bzw. sichtbar. Ihr geht in den See und werdet dann auf jeden Fall jetzt erstmal den ganzen See absuchen müssen. Denn Barschwa ist tatsächlich nicht im gesamten See zu finden, sondern nur an 5 von etwa 528 Stellen. Das bedeutet, wenn man den gesamten See etwa in gleich großen Quadraten einteilt, etwa so groß wie die Schrittfolge, die du mit deinem D-Pad machst, dann ist etwa in etwa 5 von 528 Kästchen jeweils ein Barschwa-Feld und diese werden jeden Tag aufs Neue verteilt, so dass es immer random ist, in welcher Position sich Barschwa befindet. Und die beste Methode ist, wie hier in dem Video gezeigt, tatsächlich alles der Reihe nach abzuangeln, von ganz oben bis ganz unten. Hierbei benutzt man am besten, wie schon erwähnt, das D-Pad, denn damit bewegt man sich wenigstens immer einen gesamten Schritt weiter nach links oder nach rechts und grast dann alles ab, solange bis eben ein paar Pokémon angebissen haben oder auch nicht. Wenn ihr das alles geschafft habt, dann habt ihr schließlich hoffentlich dann irgendwann mal die Fläche gefunden und dort in dieser einen Fläche befindet sich Barschwa immer mit einer Wahrscheinlichkeit zu 50% und ihr könnt so viele dann fangen, wie ihr wollt oder braucht. Denn das braucht ihr vielleicht sogar auch, um das richtige Wesen Barschwa zu haben, um es dann schließlich füttern zu können und um es dann zu Milotic zu entwickeln. Denn wie ihr wisst, entwickelt sich ja Barschwa auf eine ganz besondere Weise. In neueren Generationen entwickelt es sich durch die Schönschuppe und dann durch Tausch. Aber in den anderen Generationen davor, wie zum Beispiel die vierte Generation oder die dritte Generation, gab es die Schönschuppe noch nicht. Da musste man Barschwa tatsächlich noch mit blauen Pokériegeln bzw. mit blauen Knospen füttern, damit Barschwa dann schließlich zu Milotic werden kann. Und da ist tatsächlich der Clou an der Sache, denn ihr müsst nämlich tatsächlich wissen, welche Geschmacksrichtung ihr nämlich machen müsst. Um blaue Pokériegel herzustellen, müsst ihr tatsächlich viele herbe Beeren zusammen haben. Und dafür hilft euch sogar der Beerendex weiter, denn herbe Beeren werden mit herb gekennzeichnet. Aber müssen nicht unbedingt blau sein, das habe ich nämlich früher auch immer gedacht, aber es müssen einfach nur die Geschmacksrichtungen herb mit vorhanden sein. Zum Beispiel nimmt man eine Maronbeere, eine Wikibeere, eine Tamortbeere und noch eine andere, die herb ist. Ich glaube, Fragia-Beere war es. Dann kann man damit bei Pokémon Strahlender Diamant auf jeden Fall in dieser Kombination einen richtig guten blauen Knorsp herstellen. Und hier kommen wir tatsächlich auch noch zum zweiten Tipp. Verwendet keine gleichen Beeren beim Kochen, denn egal wie gut ihr kocht, bei gleichen Beeren kommen immer schlechte Knospen raus, die dann verkohlt sind. Wenn ihr das befolgt, müsst ihr einfach nur euer Barschwa damit füttern. Und selbst da gibt es ein paar kleine Tipps zu beherzigen, weswegen ihr auch viele verschiedene Barschwas fangen sollt. Am besten empfiehlt es sich natürlich noch an der Spitze des Teams ein Abra mit dem jeweiligen Wesen zu haben, denn bestimmte Wesen sorgen nämlich dafür, dass nämlich der Schönheitswert nämlich um das Doppelte geboostet wird,
wenn die nämlich bestimmte Pokeriegel essen. Beziehungsweise Knorsp. Wenn ihr das schließlich geschafft habt, dann habt ihr schließlich euer Milotic für euren Team und für euren Pokédex und allgemein, weil ihr es eben habt. In dem Fall kann ich euch nur noch sagen, dass wir dieses Video hier noch im Schnelldurchlauf zu Ende angucken und dann sehen wir uns noch ziemlich an, wie man dann das Barschwaff fängt. Und genau ab dieser Stelle kommt das Borschwar endlich zu Gesicht. Es kann sehr lange dauern, es muss aber auch nicht sehr lange dauern. Manchmal hat man eine ziemlich gute Stelle erwischt und manchmal auch eine doofe Stelle. Hängt vor allem davon ab, wie man tatsächlich sich um die Felsen gefischt hat, beziehungsweise ob man sich beim Abzählen verzählt hat. Ich habe tatsächlich sehr oft das Gefühl gehabt, dass ich mich verzählt habe, als ich das gemacht habe. Aber ihr seht ganz genau, es ist
kein Problem, wenn ihr damit richtig vorgeht. Ihr braucht nämlich einen sehr guten Plan über die gesamte Seemap und müsst euch dann sozusagen abhaken, welche Stelle ihr euch schon abgeangelt habt und welche nicht. Das ist vor allem das Wichtigste. Es kann schwer sein, muss aber nicht schwer sein. Wenn ihr nämlich richtig geschickt vorgeht, wie schon gesagt, dürfte es kein Problem sein. Jedenfalls genießt noch den Rest des Videos und beziehungsweise verabschiede ich mich von euch. Denn hier werden nämlich noch mindestens 2 weitere Barschwas gefangen und danach verabschieden wir uns komplett. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.